Horrido und Weidmannsheil, liebe der Hunter-Freunde. Wir sind in unserem Jagdsimulator mal wieder auf der Pirsch. Was heißt wir? Ich bin auf der Pirsch, aber ihr dürft mir über die Schulter schauen. Ja, letzte Folge. Zwei Abschüsse. Mission erfüllt. Mission completed. Sehr schön, da hat man sehr schön sehen können, eine gute Vorbereitung ist die halbe Mission. Denn was ja letzte Woche nicht glücken wollte, dass wir dort eben einen männlichen Elch antreffen, ging jetzt direkt auf Anhieb. Ja, natürlich klar, ist auch ein bisschen Glückssache. Ist ja sehr viel auf Zufallsprinzip hier. Aber hier hat es halt wirklich direkt auf Anhieb funktioniert. Auch wenn wir da ein paar Camping-Supplies für ausgeben mussten. Wie viel habe ich denn jetzt noch einstecken? Noch 6 Stück. Ist also im Moment immer noch ausreichend. Ich würde ja nachher gerne noch Richtung Norden zu meinem anderen Zelt springen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich im Lodge-Inventar noch Camping-Supplies auf Reserve habe oder ob ich mir erst wieder kaufen muss. Und ja, ich wiederhole mich, aber kaufen mit GMs. Wir haben ja jetzt eine Mission erfüllt, haben also auch wieder neue bekommen. Und ich habe da eh mehr als genug von. Aber die Missionen werden schwerer. Man bekommt zwar teilweise auch mehr, aber man merkt, dass man dann hier und da auch mal Phasen hat, wo man wirklich mit der Zahl ein bisschen runtergeht, weil man ein bisschen mehr ausgibt als reinkommt. Dann erfüllt man aber vielleicht auch mal wieder zwei, drei wirklich gute Missionen, wo es viele GMs gibt und ja, dann füllt sich dieses Konto wieder auf. Und wie gesagt, da bin ich im Moment eh in einer Zahl, ja, wo ich mir wirklich keine Sorgen machen muss. Ich mir alles, was dafür verfügbar ist, auch im Moment ohne groß nachzudenken, noch kaufen kann. Ja, bin am Überlegen. Bald ist es bei mir eben auch soweit, dass die Mitgliedschaft mal wieder verlängert werden muss. Für mich steht fest, das Spiel macht unheimlich Spaß. Ich werde also wieder verlängern. Und ich denke hier wieder, wie auch das letzte Mal, um ein halbes Jahr. Und da ist eben jetzt die Überlegung, da ja dann auch die nächste DVD-Version rauskommt. Und bei den DVD-Versionen ja auch immer eine Premium-Waffe dabei ist. Also ja, oftmals die irgendeine besondere Gravierung oder ähnliches hat. Also zum Beispiel, ich habe ja das Zelt dabei. Das da hinten war ja eh jetzt nur eine Elchkuh. Weil Zelt aufbauen macht natürlich auch ein bisschen Krach. Gehen wir da mal hin. Also ich zum Beispiel habe hier. Wo habe ich sie denn? Hier. Die Blaser-Schrotflinte. Und die ist eben hier auch mit dieser Gravierung. Ja, sieht jetzt hier auf dem Vorschaubild gar nicht so schön aus, aber es ist schon wirklich eine tolle, schöne Waffe. So, wenn wir uns das hier anschauen. Sehr schöne Schrotflinte, eine Bockflinte, also es gibt ja auch Querflinten, da liegen die Läufe nebeneinander. Hier sind es auch zwei Läufe, die aber untereinander liegen. Sehr, sehr schöne Waffe und ja, die war bei der 2014er Version dabei. Die 2015er Version hatte ich gar nicht, die DVD-Version. Da war die. Oh, mein Zelt baue ich natürlich wieder ab. Nicht vergessen. Da war die 30 Lone Star dabei, eine Unterhebel-Repetierwaffe,
Die es dann auch nochmal als nicht gravierte Version ganz normal im Shop zu kaufen gab. Die gravierten gibt es irgendwann dann auch käuflich im Shop, aber eben erst ein gutes Stück später. Das heißt, die sind quasi, ja, ist erstmal wirklich nur ein Bonus für die, die sich die DVD-Version holen. Aber die 3030 hat mir eben auch einfach vom Kaliber her nicht so zugesagt. Und deswegen war für mich da diese DVD-Version eben zumindest vorerst nicht interessant. Ja, da die nächste rauskommt, ist natürlich die 2015er jetzt auch langsam an der Reihe, dass die runtergesetzt wird, dass man da günstiger rankommt. Kann also für den einen oder anderen vielleicht auch interessant sein. Liegend geht hier nicht. Das funktioniert so nicht. Och, Mädel, willst du mich ärgern oder was? So, jetzt ohne Luft anzuhalten hier. Zack, zack, bevor wieder der Baum im Weg ist. Gibt's ja gar nicht. Da hat die immer diesen Baum zwischen uns geschoben. Das kann doch kein Zufall gewesen sein. Das war Absicht. Das war pure Absicht, Mädel hier. Gerettet hat es dich trotzdem nicht. So, ich werde da aber jetzt auch noch mal probieren, hier ein paar Spuren aufzunehmen, bevor ich sie einsammle und die Spuren dann natürlich auch wieder verschwinden. So, haben wir hier eine Spur. Gut, wenn wir jetzt noch versuchen, vorsichtig die Blutspur aufzunehmen, dann hätten wir ja drei Hunter-Made-Punkte, drei Spuren. Da der Ruf eben schon als eine Spur gilt. So, jetzt langsam hier nähern. So, Blutspur, wunderbar. Und dann können wir das gute Tierchen einsammeln. Ah, okay, Halswirbel getroffen. Ich hatte eigentlich schon eher Richtung Herz gezielt, aber seltsame Trefferlage. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja, und dann sind wir hier in dem Bereich, den ich ja auch mit dem Punkt markiert habe. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, in der Ecke hier war ich noch nie, oder wenn, dann ist es wirklich schon, ja, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr oder noch länger her. Nachgeladen habe ich, ja. Immer wieder mal kontrollieren. Bei den Einzelladerwaffen ist das relativ einfach. Da schauen wir eben nur hier drauf, ist eben vor dem Querstrich eine 1, also vor dem Diagonalstrich. Und wenn dort eine 1 ist, dann ist eben eine Kugel im Patronenlager. Bei den Waffen mit Magazin, da sehen wir das daraus eben nicht. Da sehen wir, wie viele Patronen sich in der Waffe befinden. Aber wir wissen eben nicht, sind die alle noch im Magazin oder ist da eine auch wirklich im Patronenlager drin? Im Zweifel halt einfach nochmal R drücken zum Nachladen. Und ja, entweder lädt er dann einfach nach oder wenn sogar schon eine Kugel im Patronenlager war, dann macht er das Magazin nochmal voll. Und wenn das Magazin vorher schon voll war, macht er natürlich gar nichts. Also auch hier, ich jetzt hier auf die R-Taste drücke. Ich glaube, man konnte es ein bisschen klackern hören. Ich auf die R-Taste gehämmert habe, da passiert nichts, weil es ist ja geladen.
Was soll er da auch sonst jetzt noch tun? Soll er die Patrone rausholen, wieder reinstecken? Nee, wäre natürlich vielleicht auch ein lustiges Spiel. Aber macht er nicht. So. Ist natürlich jetzt die Frage, wann stoßen wir aufs nächste Wild? Wir haben jetzt auch wieder einen lauten Schuss gehabt. Das 251. erlegte Tier mit der 300er. Kann euch auch echt empfehlen, die 300er ist wirklich für die größeren Tiere ein ordentliches Kaliber. Für Reh ein bisschen zu heftig, also das zerreißt das Reh, da habt ihr keinen guten Erhaltungszustand. Aber für die großen Tiere, ob eben jetzt hier Elch oder eben Braunbär, auch durchaus Schwarzbär, da ist das eine richtig schöne Waffe, kann man ordentlich was mit anstellen. Bei Wildsau, die jetzt zwar ja nicht so groß, aber sehr robust ist, ist es auch eine recht schöne Waffe. Und ich habe eben da dieses Visier mir dann mal noch nachgeholt. Nachgekauft, mit dem ich dann eben auch noch mal so ein klein bisschen Zoom drin habe, wo ich also zwischen dreifacher, sechsfacher und neunfacher Vergrößerung eben hin und her zoomen kann. Also so ist dreifach, sechsfach und neunfach. Ist also definitiv nicht verkehrt. Ansonsten für so große Tiere, ja, ich bin begeistert von der 7 mm nach wie vor. Eine meiner Lieblingswaffen, auch die, die am besten geskillt ist und eben die meisten Schüsse hat. Ich glaube, mit der habe ich alleine schon über, ja, über 400, vielleicht sogar schon über 500 Abschüsse. Die ist also wirklich richtig genial. Viele schwören auch auf die 9,3 mm, was eben das größte Kaliber hier im Spiel ist. Ist natürlich für die großen Tiere wirklich auch eine Waffe, die da ordentlich Schaden anrichtet, dass die großen Tiere eben auch möglichst schnell zum Erliegen kommen und wir da keine große Nachsuche haben. Aber das Problem ist, die ist halt, ja. Die Abfeuergeschwindigkeit ist nicht unbedingt gerade die schnellste. Und durch dieses große Projektil, das große Geschoss, ist hier natürlich auch ja, eine sehr hohe Ballistikwirkung. Oh, da drüben haben wir einen Schwarzbär am Ufer. Oh, männlich, 120 bis 230 Kilo, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Der passt in diese Folge noch rein, also zumindest der Schuss, würde ich sagen, das sollten wir noch hinbekommen. Ich muss mir hier nur vielleicht noch ein schöneres Schussfeld heraussuchen. Oh, er kommt so ein bisschen ins Wasser, will er hier wechseln? Ja, je nachdem, wo wir dann übers Wasser können. Da liegt er. Je nachdem, wo wir übers Wasser können, müssen wir gucken, ob wir es noch schaffen, den diese Folge eben noch einzusammeln. Wo liegt er? Da liegt er. Markieren wir uns. So, jetzt hatten wir einen lauten Schuss. Jetzt können wir auch mal kurz hier zwei, drei Schritte rennen. Möchte ich hier diese dritte Spur noch aufnehmen? Ja, hier wäre schon wieder. Nächste Spur. Ja, komm, nehmen wir die hier auch noch mit. Spurensuche ist immer wieder wichtig. Aber ich weiß, das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt und dabei auch mindestens 500 Spuren schon aufgesammelt. Aber es ist eben wichtig. Denn je besser wir in der Spurensuche sind, umso leichter wird die Jagd. So, jetzt müssen wir hier schauen. Hier wird es definitiv zu tief. Da kommen wir nicht rüber. Aber dort hinten, wo eben auch noch mal so diese kleine Insel.
Zumindest sieht es von hier aus aus wie so eine kleine Insel. Nee, ist gar keine Insel, ist hier mit dem Festland verbunden. Da ist aber vielleicht die Möglichkeit. Denn zumindest sind die Ufer... Ah, hier haben wir noch eine dritte Spur von dem Tier. Die Ufer sind hier zumindest nicht so weit auseinander. Und ja, eine Spur mitten auf dem Wasser. Das ist natürlich das beste Zeichen, dass man hier drüber kann. Gut, ich würde sagen, Rennen werden wir schon wieder abstellen. Haben wir halt auch wieder ein bisschen mehr Überlänge. Aber den Bären, den holen wir uns jetzt noch. Ja, wo war ich bei der 9,3 mm? Wie gesagt, die Ballistik, die wirkt da natürlich ordentlich und daher ist die halt nicht Fernschuss geeignet. Aber wenn ihr hier schaut, dass eure Schüsse so bis maximal 150 Meter, besser sogar noch unter 100 Meter sind, dann ist das wirklich auch eine sehr, sehr schöne Waffe. Und auch wirklich sehr, sehr wirkungsvoll. So, da haben wir eine Spur. Die Blutspur ist unsere zweite. Haben wir hier noch eine dritte im Sichtfeld? Nee, dann haben wir halt von dem Tier jetzt nur zwei Spuren. So, 195,8 Kilo, 18,5 Score. Ja, also 20 bis 25 ist natürlich wesentlich besser an Score, aber 18 ist auch schon ordentlich. Vor allen Dingen, da Schwarzbär generell nicht so einfach zu jagen ist. Also ich finde, Braunbär ist einfacher zu jagen. Erstens mal, da Braunbär eben größer ist, dadurch einem eher ins Auge fällt. Zweitens mal bin ich der Meinung, dass die Schwarzbären ein bisschen besseres Gespür haben und dadurch einen viel schneller entdecken und flüchten gehen. Wie sind eure Erfahrungen an diejenigen, die das Spiel eben selber auch spielen? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das Ganze in die Kommentare zu schreiben, denn die Folge ist hier zu Ende. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.